Ja, der Fall Teichmeister hat schon gezeigt, man bekommt nicht immer gleich eine Strafe, wenn es um Kinder geht, ja. Jetzt geht es noch weiter. In Lübeck vergewaltigte ein 52-jähriger Staatsanwalt seinen 8-jährigen Sohn und bekam Bewährungsstrafe. Nur Bewährungsstrafe. Ja, in der heutigen Zeit wird es immer unglaublicher. Also die Ampel hat ja die Kinderpornostrafen auch gesenkt. Punkt 1, also für Vergewaltiger von Kindern ist in Europa mittlerweile ein guter Zufluchtsort, müsste man sagen. Ein 52-jähriger Staatsanwalt hat seinen 8-jährigen Sohn missbraucht. Zuerst hat er noch erzählt, er hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Auch keine Ausrede, das wissen wir. Und nachher hat er sich darauf ausgeredet, dass er schlafgewandelt ist und es ist ihm nicht aufgefallen. Naja, er hat sich zwar selbst angezeigt, aber ist das jetzt echt euer Ernst? Also der Zufluchtsort Europas, also die neue Epstein-Insel oder wie? Es geht um Kinder, ja? Nur so nebenbei. Ich bin selbst Vater zweier Kinder, wie man hier sieht. Und ich habe noch eine Frage an die Richterin Lukowitz. Wenn es ihre Kinder betroffen hätte, im Alter von 8 Jahren oder so, wäre das Urteil vielleicht anders ausgefallen? Ich frage nur für einen Freund. Diesmal gibt es keine Quellenlinks, denn das Thema ist ganz leicht ergoogelt und es gibt genug News-Formate, die es ganz gebracht haben.